Ich habe ein Paket erhalten. Jetzt schauen wir da mal gemeinsam rein. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach, jetzt mit einer Hand auszupacken. So. Ich habe vor kurzem ein sehr nettes Gespräch mit der Firma GMTEC geführt, mit Hutter Philipp. Ich bedanke mich schon jetzt für die Zurverfügungstellung dieser Keile. Ja, da hat man eh gesagt, da ist ein kleiner Schaden oben vom Montieren, aber das ist völlig gleichgültig, völlig egal. Ja, erster Eindruck, GMTEC-Keile. Wir sehen hier zwei Metallplatten. Dann sehen wir hier auch zwei Schmiernippel. Sie hat nämlich verbaut, ist hier eine Spindel mit zwei verschiedenen Steigungen, links- und rechtsläufig, ähnlich wie beim kleinen Bastingkeil. Und aus diesem Grund hat er es so bauen können, dass die Spindel völlig versteckt ist in diesem Rohr. Ja, hier die Aufnahme für einen Schlagschrauber, Halbzoll. Hier Dreiviertel Zoll Aufnahme für den großen Schlagschrauber. Ja, was mir auffällt, schwer ist das Ding schon, aber schwer sind die Mitbewerber auch. Das muss man ganz ehrlich sagen, musste man verwiegen. Was mir auch auffällt, hier sind diese Noppen eingepresst. Ja, das muss man sich anschauen. Ich weiß auch nicht, diese dünnen Bleche, wie sehr das sich die verbiegen mit der Zeit, möglicherweise sogar weniger wie die dicken. Das kann ich jetzt nicht feststellen. Ja, schaut cool aus. Oh, dieses Aluteil, so golden gestaltet. Schaut echt cool aus. Großer Keil, ähnlich aufgebaut wie der kleine von GMTEC, nur halt alles ein bisschen größer, massiver. Hat, schauen wir mal. Der große hat etwas mehr Anzug, das heißt, der kleine ist etwas flacher gestaltet. Ja, müssen wir in der Praxis testen, müssen wir anschauen, wie das funktioniert. GMTEC-Keile, top.